Innerhalb einer Stunde wurden gestern knapp 144 Millionen Dollar an Bitcoin Long Positionen liquidiert. Noch härter hat es gestern nur viele Altcoins getroffen. Kurz bevor Bitcoin diesen großen Dump hingelegt hat, haben einige Alcoins bereits 10 bis 15 Prozent liegen gelassen. Wer mir aber schon länger auf YouTube folgt, der weiß, dass ich die letzten Wochen bereits sehr, sehr bearish eingestellt war und dementsprechend kommt dieser Abverkauf für mich auch nicht wirklich überraschend. Ich habe am 23. August auch diese Trading-Idee auf Twitter gepostet. Das Ganze kann man jetzt hier ähm, nochmal nachsehen. Ihr seht das hier am 23. August. Hier kann man nichts verfälschen. Das war auch der Grund, warum ich das mit TradingView öffentlich gepostet habe. Wenn man hier den Play-Button drückt, dann sieht man konkret, wie sich der Chart hier entwickelt hat. Für alle, die das vorletzte oder vorverletzte Video gesehen haben, zu den Supply- und Demand-Levels. Ihr seht hier, wie der Markt direkt auf dieses Level hier hochkommt. Wir haben dieses Supply-Level hier und wir verkaufen dann von hier ab. Die generelle Frage, die sich jetzt natürlich wieder einige stellen, ist, soll man denn jetzt schon nachkaufen? In diesem Video gehe ich konkret auf die Zonen ein, auf konkret die Preislevel, bei denen ich interessiert bin, meine Short-Hedge-Position wieder zu schließen. Ich habe mein Portfolio mit Short-Derivat-Kontrakten abgesichert, das heißt, ich zeige euch den, Punkt ungefähr, dieses Preislevel, diese Preisniveaus, wo ich diese Short-Position wieder schließen werde und somit wieder 100% auch mit meinen Spot-Holdings, die eben abseits vom Trading liegen, long in diesem Markt bin. Und da ich ganz knapp vor den 6000 Abonnenten liege, würde es mich sehr freuen, wenn der ein oder andere mich noch abonnieren würde. Und auch für die bestehenden Abonnenten, es würde mich freuen, wenn ihr die Glocke aktivieren würdet. Anhand meiner YouTube-Statistiken geht hervor, dass meine Videos die ersten Stunden kaum gesehen werden. Ich gehe davon aus, dass der Algorithmus euch die Videos nicht wirklich vorschlägt. Und dementsprechend würde ich mich freuen, wenn wir dem Ganzen Abhilfe schaffen, indem ihr die Glocke aktiviert. Und wir sind jetzt konkret hier am 4-Stunden-Chart und sehen uns die Lage erstmal ganz in Ruhe an. Könnt ihr euch vielleicht noch erinnern an das Video, das ich hier gedreht habe, wo wir eben gesagt haben, okay, diese Range ist sehr, sehr gefährlich und wenn dieses SR-Level, also diese Range hier haltet, dann sieht es danach aus, als würden wir stark abverkaufen. Leider haben wir es nicht geschafft, hier durchzubrechen. Wir sind von hier stark abverkauft und haben dann eine neue Range geformt. Hier wurde es dann wirklich sehr, sehr tricky. Es wurde tricky, den Markt zu handeln und es wurde auch tricky, Positionen zu halten. Denn sobald wir in dieser 9800er-Range waren, hat sich der Markt einfach nur in diesem engen Preiszyklus von knapp 600 Dollar auf und ab bewegt und eben auch diese unnatürlichen Bewegungen gezeigt. Ich denke, die Leute, die das aktiv mitverfolgt haben, können selber ein Buch darüber schreiben. Wir haben zum Beispiel hier Kerzen gesehen die nach oben gepusht wurden, sofort wieder abverkauft wurden. Hier waren jetzt extrem viele Leute short im Markt. Was macht der Markt? Er geht noch mal hier drüber, holt die Liquidität über diesen alten Highs, alle Shorts, die hier jetzt im Markt waren, wurden mit dieser Candle ausgestoppt und dann sind die Wale bereit, um den richtigen Abverkauf zu laden. Hier auch wieder schön zu sehen das Supply Level. Wenn ihr das Video nicht gesehen habt zu den Supply und Demand Level ähm, Tutorial, dann solltet ihr euch das anschauen. Ich werde das Ganze auch noch fortführen, aber jetzt bleiben wir mal bei einer reinen Preisanalyse. Es sieht nicht allzu gut aus für den Chart und solange die Bullen jetzt nicht auch bald aufwachen und auch bald in den Markt einsteigen, wird es nicht besser. Wir hatten eine Trendlinie, die sehr, sehr viele Leute gezeichnet haben, auch sehr, sehr viele gute Trader, die gesagt haben: Solange wir diese Trendlinie halten, sind wir bullisch. Ich bin kein Fan von Trendlinien, da Trendlinien meiner Meinung nach sehr, sehr oft von größeren Tradern, von größeren Institutionen dazu genutzt werden, um kleinere Retail-Trader zu fangen, die sich eben zu stark auf Trendlinien beruhen. Was ähnliches haben wir wieder hier gesehen. Der Trend geht theoretisch nach oben. Wir haben hier ein Low. Wir haben hier theoretisch ein Higher Low, wenn wir das mit dem hier vergleichen und hier theoretisch auch ein Higher Low. Was macht der Markt? Er kommt direkt darunter. Warum ist diese Trendlinie für mich jetzt trotzdem signifikant, obwohl sie sonst eigentlich nie signifikant sind? Simpel. Ähm, die Leute, die diese Trendlinie noch im Chart haben, und das sind bedeutend viele, die warten jetzt alle auf den Retest auf diesen Bereich hoch, um dann zu shorten. Beziehungsweise, die wollen dann hier verkaufen, beziehungsweise auch die Leute, die noch Long im Markt sind, überlegen sich vielleicht, hier beim nächsten Bounce ihre Positionen zu schließen. Das übt weiteren Verkaufsdruck aus und von dort... Würden wir dann theoretisch wieder droppen? Ein weiteres Argument wäre natürlich auch diese Range hier. Wir haben gesehen, wir haben hier Support, hier Support, hier Support, hier Support. Theoretisch, wenn wir hier zurückkommen, wäre der nächste Abverkauf von dieser Range eigentlich vorprogrammiert. Wir haben hier auch die 20er EMA am 4-Stunden-Chart, auch ein sehr, sehr ähm, guter Trendfolgeindikator. Aber was wäre denn jetzt noch so? Das Fuck Szenario, sage ich jetzt mal, wir haben ja auch hier diese Preismanipulation gesehen und es wäre schon ähm, sehr gewagt zu denken, dass der Markt jetzt einfach das macht, was jeder erwartet, nämlich das hier und von dort an abverkauft. Theoretisch gehe ich auch von einem Szenario aus, wo wieder einige Trader auf der falschen Seite getrappt werden. Das heißt, die Leute, die jetzt hier diesen Breakout geschottet haben, die haben logischerweise hier ihre Stops. Mich würde es definitiv nicht wundern, wenn der Markt diese stops aus dem Markt nimmt, nochmal hier kurz konsolidiert, dieses Supply-Level abholt, was sehr, sehr stark ist und von dort dann abverkauft. Wir haben hier auch, wenn wir uns das Volumenprofil anziehen, wir haben hier auch ein interessantes Level vom Volumenprofil her. Wir haben gesehen, wie wir hier akkumuliert haben in dieser Range, beziehungsweise wie wir hier in der Distribution gesehen haben, alles um diesen Point of Control. Der dann auch stark abverkauft hat. Das heißt, hier 10.179 sehr, 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 sehr starke Resistance. Ja? Und wie erwähnt, ich bin seit 10.600 mit allen meinen Spot Holdings short. Das heißt, ähm, ich habe mir den Preis von 10.600 abgesichert und bin jetzt null von diesem Swing nach unten betroffen, da mein Short effektiv genauso viel an Wert dazu gewinnt, wie mein Portfolio an Wert verliert. Ich würde meinen Short erst sch schließen. Wenn wir einen Bruch hier darüber sehen und auch hier diesen Support dessen und dann hier drüber brechen. Ab diesem Zeitpunkt wäre ich gewillt zu sagen, ähm, okay, ähm, es scheint, als wäre dieser mittelfristige Downtrend erstmal beendet und wir könnten weiterhin in der Range bleiben und wir könnten weiterhin über ein Szenario von 11.000 sprechen. Davon gehe ich momentan aber nicht aus. Es sieht weiterhin bearish aus und auch wenn wir uns den Daily Chart ansehen, ganz klar diese Zone hier nicht gehalten, hier den Retest gehabt. Und hier abverkauft, hier noch einmal regetestet, um die ganzen Shortstops aus dem Markt zu nehmen vor dem eigentlichen Move. Und jetzt ist eben die große Frage: Wie lang können diese 9.100 da heiß im Markt halten? Wir haben hier unter diesem Low extrem viel Liquidität. Müsst euch vorstellen, wenn der Markt unter dieses Low pusht, dann werden Erstens sehr, sehr viel Stop-Order, Sell-Stop-Order von den Leuten getriggert, die immer noch long im Markt sind. Die Swing Trader haben unter 9100 ihre Stops. Die Leute, die kurzfristig jetzt hier in den Markt gehen, zum Beispiel jetzt bei diesem Einstiegszeitpunkt hier, warum auch immer, wo legen die ihre Stops hin? Hier. Die Leute, die sehr, mit sehr hohem Hebel im Markt sind und die liquidiert werden könnten, wo werden die liquidiert? Hier. Das heißt, wenn der Markt die in diesen Weg geht und noch diese 400 Dollar geht, die es jetzt, die jetzt nur noch effektiv sind von 9400 Dollar, dann haben wir hier drunter eine explosive Reaktion, ohne dass viel Aufwand getätigt werden muss, da einfach so viel Order in diesem Bereich liegen, in diesem Clusterbereich hier. Ich gehe, sehr, ich gehe immer noch sehr stark davon aus, dass wir diese Liquidität abholen und dass wir auch in diesem Bereich bauen könnten. Die interessante Zone wird dann 8.800 für mich. Auch wenn es sehr viele schon, schon lang vorhersagen und wenn sehr, sehr oft auch die Zonen, die jeder ja, sozusagen eingezeichnet hat, hat, nie eintreten, ist diese Zone für mich sehr interessant, da wir einfach hier diese letzten, diesen letzten SR-Bereich gesehen haben und wir selten durch ein ganzes Level durchbrechen. Mein zweites Szenario wäre aber auch, wäre auch ein Panik-Szenario. Das heißt, da jetzt jeder auf diesen Retest wartet von diesem Level hier. Ups, das wollte ich nicht. Ich wollte die Range so machen, genau. Ähm, da jetzt jeder auf diesen Retest wartet, könnte ich mir auch gut vorstellen, dass wir einen Panikabverkauf, gesehen, Panikabverkauf sehen, getriggert von all den Stop-Loss-Orders und auch von all den Liquidationen und dann... Direkt auf diese Range sogar zu steuern, die hier liegt. Das heißt, wir haben hier diesen 8000er Bereich, der nicht wirklich unwahrscheinlich ist. Ja, also bitte nicht falsch verstehen. Das heißt nicht, dass ich jetzt langfristig sehr, sehr bearish auf Bitcoin bin. Ich gehe nicht davon aus, dass wir jetzt wieder in einen Bärenmarkt switchen, sozusagen. Ich gehe einfach davon aus, dass wir hier jetzt eine Korrektur des Trends sehen, weil wenn wir uns ehrlich sind, wir haben diesen massiven parabolischen Trend nach oben gesehen und wir haben eigentlich noch nie eine wirklich starke Korrektur gesehen. Wenn wir jetzt diese explosive Reaktion weglassen, die eben auch wieder getriggert wurde durch etliche Short-Liquidationen, dann bewegen wir uns eigentlich seit Wochen in dieser Range. Und wenn wir uns theoretisch auch Fibonacci-Tools anziehen, also Fibonacci-Levels anziehen, dann werden wir auch schnell sehen, dass wir rein jetzt von Fibonacci und rein von generellen Retracement Strukturen. Wenn wir das als ganzes Slack sehen, nicht wirklich stark retraced haben bis jetzt. Wir können auch hier uns die anderen Levels anziehen. 0,236 Level wäre jetzt ein wenig utopisch. Ähm, 0,382 Level wäre das, wenn wir das von Wick zu Wick ziehen. Wenn wir dann wenn wir diesen Scam Wicks sozusagen weglassen, der nicht wirklich ähm, brauchbar ist, da wir wirklich hier effektiv keine 10 Minuten getradet haben, dann wäre ein 0,382 Level bei 8700, ja? 8700, das ist jetzt nicht aus der Welt und es ist auch nicht, oder kein Grund, besser gesagt, ich, die habe ich jetzt falsch ausgedrückt, es ist auch kein Grund, direkt wieder von einem Bärenmarkt auszugehen. Es ist mittlerweile oder es ist derzeit auf dem Wochenchart, auf den höheren Charts, einfach eine Korrektur des Übergeordneten. Bulltrends. Wir haben auch hier gesehen, wie wir damals im Bullmarkt diese 20er EMA getestet haben. Die 20er EMA liegt jetzt hier knapp drunter. Ist natürlich der Bitmax-Chart. Also die Daten sind ein wenig anders wie auf den anderen Charts, da wir eben hier ein Derivat haben und das Ganze ja seit Dezember 2016 hier gehandelt wird. Wenn ihr euch die EMAs selber anzieht, dann müsstet ihr das auf eurem Broker machen. Ich würde euch Bitstamp empfehlen oder Coinbase. Zu guter Letzt ähm, würde ich jetzt dieses Video eigentlich. Fast schon an dieser Stelle beenden. Ich wollte jetzt eigentlich noch weiter gehen, aber ähm, mir fällt jetzt derzeit eigentlich gar nichts mehr ein zu dieser Lage. Ich denke, es ist effektiv sehr, sehr gut durchkommentiert. Ähm, wie gesagt, alle, die jetzt irgendwie probieren, Short zu sellen, sollten doch nicht zu übermütig sein. Ich halte nichts davon, in den Markt zu gehen, wenn der Markt bereits. 10% in eine Richtung gemacht hat, könnt durchaus ein Short Squeeze hier folgen, also für die kurzfristigen Trader unter euch, ich gehe hier definitiv nicht Short, auf Teufel komm raus, hier sehen wir gerade eine leichte Reaktion der Bullen, was jetzt wichtig wäre, wäre, dass wir dieses Level reclaimen, das heißt, dass wir hier drüber schließen, wenn wir hier drüber schließen bei 9500, dann könnten wir einen Relief Bounce sehen auf 10.000, bis dahin werden wir uns bestimmt wieder in einem Video sehen, ich denke, das reicht fürs Erste, ich wünsche euch noch einen schönen Mittwoch, Abend und ich würde sagen, beziehungsweise heute ist Donnerstag, oder? Ja, Donnerstagabend. Ups, ich wünsche euch einen schönen Donnerstagabend und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Joint gerne in unsere Telegram-Gruppe. Ähm, freuen uns immer auf neue Member, motivierte Member, die etwas dazu beitragen zu der Gruppe und auch qualitativ hochwertige Beiträge beitragen. Und ich würde sagen, wir sehen uns. Bis dahin, euer Chris.